Auch wenn es schwerfällt, angesichts des Krieges in der Ukraine zur politischen Tagesordnung überzugehen, fand heute eine Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses statt. Im Mittelpunkt stand das Thema Molkenmarkt. Hier ein kleines Update, um was es dabei geht. Der Molkenmarkt gilt als Ort der Stadtgründung Berlins. Er liegt direkt hinter dem Roten Rathaus beim heutigen Alten Stadthaus. Er wurde im Krieg stark zerstört und danach autogerecht komplett umgebaut und platt gemacht. Jetzt soll dort ein neues Stadtquartier entstehen, was möglichst gemischte Nutzung hat und eine lebendige Nutzung mit viel Freiraum und auch Kultur haben soll. Es gibt einen gültigen Bebauungsplan von 2016, der den Rahmen setzt, wie sich dieses Quartier entwickeln soll. Derzeitig läuft ein Wettbewerbsverfahren mit zwei städtebaulichen Entwürfen. Die Diskussion aktuell ist, welcher dieser Entwürfe wird es und welche Qualitäten bringt er mit? Und wie kann dieser Ort lebendig sein mit Wohnen, mit Kultur, mit Gewerbe? Die Debatte, die sich gerade entspinnt, ist, wird es eher historisch oder modern? Ich finde, gerade hier muss Berlin zeigen und beweisen, wie nachhaltiger Städtebau funktioniert. Wir brauchen eine moderne Stadtentwicklung, die die Stadt von morgen in den Blick nimmt, die klimaresilient ist, die Grün- und Freiflächen mitdenkt und diese zur Verfügung stellt, die preiswerten und bezahlbaren Wohnraum in öffentlicher und gemeinwohlorientierter Hand hat und die Chancen bietet, Räume zu schaffen, die nutzbar und offen sind für alle. Im April wird es die nächste öffentliche Veranstaltung geben. Ich bleibe am Thema dran und halte euch auf dem Laufenden. So viel für heute.